Moin. Bleiben mir die Worte weg. Ich mag anknüpfen an das Video vom letzten Mal. Jetzt sind die Karten sich hier umgedreht. An das Video vom letzten Mal, als ich dich eingeladen habe, doch dich vom Wasser des Baches tragen, mitnehmen zu lassen, tragen zu lassen, ins Fließen zu kommen. Diese Energie geht nämlich weiter. Und der Fluss wird sogar etwas breiter, auf dem du fährst. Alles andere bleibt. Das Floß ist genau groß, so groß, wie du es brauchst. Die Begrenzung des Wassers und die Wellen sind genau so groß, wie du sie brauchst, dass du dich angenehm getragen fühlst und keine Ängste entwickeln brauchst. Ne? Es geht nur weiter. Es gibt etwas mehr Raum drumherum zum Wahrnehmen. Das Thema bleibt loslassen, das Thema bleibt Löschpapier. Und heute, gerade heute am 13. Januar, ist dieses Löschpapier ganz besonders aktiv. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich habe es jedenfalls bemerkt und ich lasse dich auf diesem Wege daran teilhaben. Also das löscht, ne? Richtig und falsch übrigens. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Also, was ist denn los da draußen? Was ist denn los da drinnen? Das löscht richtig und falsch weg. Ziemlich radikal stehen wir da und sagen, okay, und nun? Ne? Und deswegen ist dieser Ausflug auf dem Fluss ein guter Tipp, ein sicherer Ort. Möchte ich es auch nennen, denn dort bist du getragen von Vertrauen, von Verbindung und von mit dir sein. Also du kannst dich da tatsächlich. So, und hier hat die Videoaufnahme gestoppt. Ich sag ja, es ist Löschpapier, das umgeht. Verrückte Welt. Und ich lasse es hier jetzt auch einfach so stehen, wie es sich entwickelt hat. Und es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie erfinderisch wir jetzt in dieser Zeit sein dürfen. Und dass es immer auch noch einen anderen Weg gibt. Und dass der einfach mein Weg ist, dein Weg ist. Einfach, weil es dein System entspannt. Von links nach rechts. Die Energie in dem Bild, das du malst, fließt von hier, also von links, nach dort, nach rechts. Wenn du nun Linkshänder bist, so schau, ob du es andersrum machst, von rechts nach links. In dieser Übung hier geht es um das Zulassen. Du lässt zu, dass etwas entsteht, was du noch nicht kennst. Es geht also auch darum zu vertrauen, dass das, was kommt, etwas ist, was du brauchen kannst. Indem du dir die Aufgabe stellst, deine Malbewegung von links nach rechts fließen zu lassen, nimmst du den Druck aus deinem System, dass hier etwas entstehen soll. Dein ruhiges Tun entspannt deinen Körper. Dein Fühlen wird ruhig und dein Denken öffnet sich. Aufmerksam wird es auf das, was hier entstehen kann. Wenn du dir dabei erlaubst, mit viel Wasser zu arbeiten, kommt deine Farbe noch ins Fließen und dieses fließende Element überträgt sich auf dein Denken, sodass auch hier etwas ins Fließen kommen kann. Sich etwas Neues zeigen kann, sich etwas entwickeln kann, das dich überrascht. Und der ganze alte Kram, das, was du so festhältst, weil du es mal so gelernt hast, und so Gedankenmuster und richtig und falsch sein zum Beispiel, das darf alles so sein, wie es ist. Und so lässt du zu, dass sich das ablösen kann, was du in Zukunft überhaupt nicht mehr brauchen kannst. Dieses Zulassen
ist Vertrauen in das, was ist. Dieses Zulassen ist Vertrauen in dich, das du dir selbst schenkst. Habe ich schon gesagt, dass das Richtigsein und das Falschsein Leckerbissen für das Löschpapier sind, welches sich geradewegs auf Planet Erde zubewegt? Du kannst diese Übung, wenn du magst, auch mit einem Kuli machen. Im Grunde genommen geht es darum, dass deine Hand eine Bewegung macht, die von links nach rechts geht. Und dass du spürst, wie sich in dir Entspannung ausbreitet. Und dass das so sein darf. Und das gibt dann so einen Raum für das, was du gerne erfinden möchtest, entwickeln möchtest. Für das, wie du dich fühlen möchtest. Und auch für dein Lächeln. Hab's Gold. Deine Christiane.